Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute: Eigenständig profitabel oder profitable Handelssysteme entwickeln mit dem EA-Generator. Ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung heute wieder mal mit David Warne machen, der sich sicherlich auch gleich kurz vorstellen wird. Aber wer uns länger verfolgt, weiß, dass wir mit David jahrelang schon Webinare zusammen machen. Also schönen guten Abend, David, nochmal hier an der Stelle. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWet. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier live dabei sind. Draußen ist ja wirklich schönes Wetter. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich für Ihr Interesse. Bevor wir tatsächlich anfangen, müssen wir kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen, insbesondere bei dem heutigen Thema, und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, lieber David, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wie immer bin ich im Hintergrund, irgendwie, wenn irgendwas sein sollte, und ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Perfekt, ich danke dir, Nelson, und ja, von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Heute wieder bei dem schönen Wetter habe ich die Ehre, die nächsten ca. 60 Minuten mit Ihnen verbringen zu dürfen. Nelson hat es ja schon gesagt, Thema heute ist das eigenständige Erstellen von automatischen Handelssystemen, speziell für den MetaTrader, sprich Expert Advisor. Das heißt, wir schauen mal heute, wie können wir, ohne auch wirklich nur eine Zeile zu programmieren, eigenständig Handelssysteme entwickeln, wie können wir Strategien testen, letztendlich natürlich auch in den MetaTrader einfügen, um sie dann live oder Demo zu testen. Das versuchen wir heute alles abzubehandeln. Und ja, mein Name ist David Warne. Nelson hat es ja schon kurz gesagt. Und ja, wenn es um Algo-Trading geht, dann stehe ich eigentlich immer gerne da. Und das Thema steht schon seit Jahren auf meiner Stirn. Wir sind jetzt schon viele, viele Jahre Partner mit FXWet. Und ja, seit der ersten Sekunde haben wir uns das Thema Algo-Trading auf die Fahne geschrieben. Und zwar nicht auf die, ich sag mal, auf die reißerische Art. Das heißt, in unseren Werbeanzeigen sitzen wir nicht am Lamborghini und fahren nicht durch Dubai, sondern wir bleiben ganz stark bei der, ja, ich sag mal, trockenen, vielleicht manchmal auch langweiligen Realität. Das heißt, wir möchten keine, ich sag mal, Glücksritter anziehen, die die Hoffnung haben, von heute auf morgen reich zu werden oder mit 1.000 Euro auf dem Startkapital den Job zu kündigen und damit vom Traden leben zu können. Das sind nicht wir, wir sind bei der Realität. Und wer wirklich sagt, ich weiß, das Thema ist nicht einfach und das ist nicht von heute auf morgen gemacht, der wird, denke ich, mit uns Spaß haben, weil genau das ist auch unser Motto. Ja, das Thema an sich, kurz zu meiner Person natürlich, ist immer die Frage, wieso erzählt die Person gegenüber eigentlich was davon und was hat sie denn selbst nachzuweisen? Ich bin heute 32 Jahre alt inzwischen und habe mit 15 Jahren schon angefangen in einer Berliner Vermögensverwaltung. Und da habe ich das gemacht, was ich heute mache. Und zwar automatische Handelssysteme entwickelt, programmiert, Systeme getestet, aufgebaut. Und das ist das, was wir heute auch noch machen. In der Vermögensverwaltung war ich insgesamt 8,5 Jahre. Danach da aufgehört und dann AlgoCam gegründet. Sprich, das ist ja das Webinar, was wir heute durchführen, ist ja gemeinsam von FXPad und AlgoCamp. Und wir von AlgoCamp haben uns halt auf, ja, die automatische Entwicklung, auf den automatischen Handel, auf die Programmierung, also alles, was mit dem Thema zu tun hat, Verwaltung von Trading-Servern, Handelssystemprogrammierung, Entwicklung, Testing, Backtesting und so weiter konzentriert. Und bei uns können wir quasi so sagen, ich würde sagen, die Hälfte oder über die Hälfte kommt an und sagt, natürlich, ich habe gar keine konkrete Idee, ich weiß gar nicht genau, was ich traden möchte, und dann nehmen die meisten einfach ein fertiges System von uns, ist natürlich eine Variante, um damit auch zu agieren. Oder einige sagen auch, ich habe die Idee, aber ich kann nicht programmieren und ich will auch nichts Fertiges. Dann haben wir natürlich den Programmierservice. Das heißt, man kann zu uns gehen und sagen, okay, das hier ist meine Idee, bitte programmiert das. Gar kein Problem. Dann bieten wir in dem Bereich einfach die Dienstleistung an. Oder aber, und das ist das Thema heute, wir sagen, ich möchte nicht programmieren. Vielleicht eine Idee, aber noch nicht ganz konkret, aber ich möchte es eigenständig machen und ich möchte auch nicht programmieren lernen. Da bin ich ganz ehrlich, Trading und Programmierung, das sind so zwei relativ komplexe Themen, würde ich sagen. Also, dass Trading schwer ist oder wie komplex das ist, das muss ich wahrscheinlich nicht erklären. Das kennen Sie wahrscheinlich, die Problematik.
Und wenn wir dann noch die Programmierung dazu nehmen, dann wissen wir, ja, vielleicht können wir uns vorstellen, aber es sind einfach zwei eigenständige Berufe. Und wenn wir das miteinander kombinieren wollen, dann ja, haben wir eine große, große Aufgabe. Deswegen, wir wollen heute nicht programmieren, wir gehen heute nicht in den, ich sag mal, langweiligen Quellcode rein, wir fangen nicht an zu lernen, wie Programmierung geht, sondern wir schauen uns mal das an, ja, was quasi alle Probleme löst, so ein bisschen die kleine Zauberkugel ist für alle. Und zwar, wir nennen es den EA-Generator, kurz, sprich Expert Advisor Generator. Und das ist unser Tool, was komplett im Browser läuft und sich ja eigentlich um jeden einzelnen Bereich kümmert und eigentlich fast alles kann, was wir brauchen, um Strategien zu entwickeln. Also nochmal ganz klar, wir werden hier nicht eine einzige Zeile programmieren, sondern wir werden ausschließlich mit der Maus und ein, zwei Tastatureingaben unsere Strategien erstellen. Wir werden ganz konkret Einstiege eingeben, Ausstiege, Ausgehe eingeben. Wir haben vielleicht gar keine konkrete Idee und sagen einfach mal EA-Generator, ich gebe dir ein paar Infos, was ich möchte und du spuckst mir ein paar Strategien aus, wir werden Systeme durchtesten. Das alles können wir hier komplett im Browser machen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht schon mal im MetaTrader einen Backtest durchgeführt hat. Also wir haben ja, das ist jetzt der MetaTrader 4 von FXPet. Wir kennen ja alle den Strategietester oder fast alle. Ne? Da können wir einen Expert Advisor angeben. Wir sagen, wir möchten jetzt in US-Dollar, kanadischen Dollar handeln von 2007 bis 2022. Ich drücke auf Start und dann rödelt der MetaTrader erstmal 20, 30 Minuten und testet, wie würde das System oder die Strategie von 2007 bis heute laufen. Und dann würden wir sehen, okay, ist es profitabel oder nicht profitabel. Wir würden sehen, wie viele Trades haben wir gemacht? Wie groß war der Drawdown? Also sämtliche Kennzahlen bekommen wir ausgespuckt, aber es dauert. Und wer Strategien entwickelt, der weiß, die Phase des Backtestings ist, ich sag mal so, es gibt schönere Sachen, als hier zu sitzen und zu warten und zu sehen, wann der Backtest endlich mal fertig ist. Das Ganze, was hier regulär, ich sag mal 20, 30 Minuten dauert, können wir im EA-Generator innerhalb von, ja, ich möchte nicht übertreiben, aber ich sag 2 Sekunden erledigen. Das heißt, ich kann hier innerhalb von 2 Sekunden herausfinden, wie würde eine Strategie von 2007 an bis heute performen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal, bevor wir weiter erklären, und schauen einfach mal, was es im Detail kann. So, Ihr Generator, ich habe jetzt hier ausgewählt, ich möchte den Euro-Dollar handeln auf Stundenbasis und sage einfach mal, als Einstiegskriterium möchte ich, wir bleiben bei unserem geliebten Klassiker, ich nehme den Durchschnitt und sage, ich möchte einsteigen, wenn die Kerze über den Durchschnitt eröffnet. Ja, welche Durchschnittsmethode? Wir bleiben beim einfachen, also beim, ja, beim einfachen Moving Average. Wir sagen, ich möchte die Schlusskerzen haben und Periode, nehme ich von mir aus die 50, schieben, verschieben, also wie weit möchte ich mal zurückgehen und ein kleines Delay einbauen, nehme ich nicht. Quasi über den aktuellen Durchschnitt. Und wenn ich jetzt auf Akzeptieren drücke, dann habe ich, wir haben es dabei vorher schon gehabt, habe ich sofort das Ergebnis. Das heißt, ich sehe sofort von 2007 an bis heute, die Daten sind immer relativ aktuell, die sind bis heute 15 Uhr, also nur wenige Stunden alt, und sehe natürlich sofort, das System ist nicht profitabel. Gut. Hätten wir auch vorher wahrscheinlich gewusst, aber innerhalb wirklich von 1, 2 Sekunden, fast schon in Realtime, bekommen wir das Ergebnis. Ich sag, jetzt einmal alleine reicht mir nicht. Ich möchte noch eine zweite Einstiegsregel haben und wähle hier aus den, nehme den ADX. Und ich sage, der ADX soll über der Signallinie sein. Signallinie ist von mir aus die 52. Drücke auf Akzeptieren und ich sehe wieder sofort das Ergebnis. Und so können wir es unendlich miteinander kombinieren. Ne? Klar, das ist jetzt nicht profitabel. Darum geht es heute eigentlich auch gar nicht speziell. Ich will hier gar nicht versuchen, auf Krampf jetzt irgendwas herauszufinden, was profitabel ist, sondern es geht halt um die Funktion zu demonstrieren. Ne? Also wenn es jetzt so wäre, dass ich mich mit 2 Klicks hinsetze und der SMA ist profitabel in Kombination mit dem ADX, dann wären wir da wahrscheinlich schon früher drauf gekommen. Aber wir sehen, wir können hier mit der Grundfunktion, das ist nur eine Funktion von vielen, Strategien innerhalb von wenigen Klicks zusammenbauen. Ich kann auch sagen, okay, Euro-Dollar interessiert mich gerade nicht. Ich nehme den britischen Pfund gegen den kanadischen Dollar und wir sehen sofort das Ergebnis.
klar, ist auch hier die Strategie nicht profitabel, aber spielt erstmal keine Rolle. So, ich sage Ausstiegskriterium, brauche ich ja auch noch. Einsteigen ist schön, aber wir wollen auch ein bisschen im Idealfall den Gewinn mitnehmen. Das gleiche für ein Exit, genauso. Ich kann auch einfach sagen, ich nehme die Bollinger Bänder, ich nehme zahlreiche Indikatoren, die wir hier schon eingebaut haben. Ich nehme einfach den ATR und sage, aussteigen möchte ich, also den Long möchte ich aussteigen, wenn die ATR fällt von mir aus. Wir sehen hier schon zwei Linien. Das heißt, mit jeder Änderung, die ich hier durchführe, haben wir eigentlich in Realtime schon das Ergebnis. Also wir können mal hier kurz rechts auf den Chart schauen. Ich ändere die Zahl, 20 angegeben. Zack, es wird sofort aktualisiert. So, kann hier auf Akzeptieren drücken. Das ist das neue Ergebnis. Wir sehen also, es ist immer noch nicht profitabel, aber mit einer besseren Ausstiegsregel laufen die Positionen schon mal etwas besser. So. Und hier in diesem Bereich können wir uns eigentlich den ganzen Tag verlieren. Wir können alles miteinander kombinieren. Ne? Also wir können auch wieder sagen, okay, SMA im Einstieg interessiert mich nicht, ich nehme den raus. So, ich möchte ein neues Einstiegskriterium haben. Ich nehme die Bollinger Bänder beispielsweise rein und sage, wenn die Bar, also die Kerze über dem oberen Band öffnet, dann möchte ich einsteigen. In Kombination mit dem ADX. Und wir sehen hier schon mal, das Konto lebt etwas länger, also schon mal etwas besser als vorher. Das gleiche auch mit dem Ausstieg. Das heißt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Wir können ständig dran herumspielen. Wir können auch hier oben in den Eigenschaften ein paar allgemeine Sachen eintragen und sagen, ich will vielleicht nur long gehen oder long und short. So, in der Regel gehen wir immer long oder short. Was ist, wenn ein Gegensignal kommt? Möchte ich es ignorieren oder möchte ich dann drehen? Ich sage, okay, ich möchte es drehen. Stop-Loss nicht benutzen, Take-Profit nicht benutzen, kann man machen. Aber wir sagen, wir sind natürlich diszipliniert und haben immer einen Stop-Loss drin. Und der ist 100 Pips. Und die Gewinnmitnahme nehmen wir auch mit rein. Und da sagen wir nehmen 150 mit. Ich drücke auf Akzeptieren. Zack, sehen wir sofort das Ergebnis. Konto lebt noch etwas länger, fährt nicht komplett auf Null. Aber wie gesagt, um die Profitabilität geht es im ersten Schritt gar nicht. So, und das ist so, ich würde sagen, die erste oder eine der großen Funktionen vom Mehrgenerator. Hier gehen wir ran, wenn wir sagen, ich habe konkrete Ideen. Ja, also wenn ich etwas täglich im Trading, im Chart sehe, und da kommen eigentlich die meisten Ideen, dass ich irgendwie sage, okay, immer dann, wenn der MACD dreht und der ATR so und so steht, dann habe ich das Gefühl, dass in dem Moment der Markt in eine gewisse Richtung läuft. Und das ist mir vielleicht über ein paar Tage aufgefallen, über ein paar Wochen, Monate. Was man machen kann, finde ich persönlich nicht die richtige Variante, ist natürlich die, dass wir einfach sagen, okay, ich glaube, ich habe hier was Profitables gefunden, ich trade das jetzt einfach mal. Das machen relativ viele, kann man machen, muss jeder selbst wissen, was er mit seinem Trading-Kapital macht, aber die effektivere Variante ist eigentlich die, wenn ich dann in dem Moment nicht wild drauf lostrade, sondern erstmal schaue, steckt da was dahinter? Also ist das, was ich erkannt habe, wirklich über einen längeren Zeitraum profitabel? Wie kann ich das herausfinden? Klar, ich kann natürlich historisch zurück manuell im Chart gehen und sagen, okay, hier war ein Signal, ich schreibe es mir auf, hier wäre jetzt ein Gewinn oder Verlust gewesen und notiere das und scroll halt ja ein paar Tage, Wochen zurück. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um so ein erstes Zeichen dafür zu bekommen, ob das Ganze profitabel ist oder nicht. In der Regel ist es dann eigentlich so, das machen wir ein paar Wochen. Dann haben wir zwar eine Aussage, die aber relativ, ja, nicht so aussagekräftig ist, weil zwei, drei Wochen Zeitraum ist. Ne? Deswegen, wenn wir das dann hier zum Beispiel im EA-Generator umsetzen und sagen so, das, was ich im Chart gesehen habe, das klicke ich hier einfach mal mit zwei, drei Klicks rein und schaue mal, ob das wirklich was ist. Und dann sehe ich, okay, war nichts. Ich gucke ein bisschen genauer rein. Ja, gut, die letzten Wochen oder Tage, die waren tatsächlich profitabel. Also das, was ich im Chart gesehen habe. Aber langfristig verbrenne ich damit einfach nur Geld. Dann würden wir in dem Fall relativ viel Geld sparen, weil wir halt nicht erstmal anfangen, dieses vermeintliche oder die vermeintliche Strategie zu traden, sondern zu testen. Und dafür haben wir hier diese Option. Natürlich können wir auch ein bisschen einfach rumspielen, ne? Wenn ich aber sage, ich habe gar keine konkrete Idee, aber ich will einfach mal schauen, ADX, ich habe den ADX den ganzen Tag im Chart, ich schaue einfach mal, was kann ich damit machen? Ich sage, okay,
Signallinie ist nicht der Einstiegspunkt, der mir gefällt. Ich sage, es muss steigen, es soll eine andere Signallinie kreuzen oder, ne? Also ich kann hier wirklich viel spielen und das Schönste dabei ist halt wirklich der schnelle Backtest, dass wir einfach 15 Jahre Ergebnis innerhalb von einer Sekunde, 2 Sekunden bekommen. So. Wenn ich jetzt sage, das ist das System, ne? Also hier kann ich verbrenne hier so schön Geld, das möchte ich gerne auch in echt haben. Nein, natürlich nicht. Im Idealfall sieht die Linie profitabel aus. Und wenn ich dann sage, gefällt mir, ich möchte es traden, dann muss ich nicht anfangen zum Programmieren. Ich muss nicht zum Programmierer gehen, sondern ich sage einfach hier oben, automatische Handelsstrategie für den MetaTrader 4 oder für den MetaTrader 5 exportieren. Und wir haben jetzt als Beispiel hier den MetaTrader 4. Dann sage ich für den MetaTrader 4 exportieren. Und dann habe ich hier mein Handelssystem exportiert. So, Installation. Gehen wir ganz kurz durch. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir gehen dann in den MetaTrader rein, sagen oben Datei, Dateiordner öffnen, gehen in MQL4, Experts-Ordner und dann machen wir hier einen Rechtsklick, einfügen. Ganz kurz um, damit wir es gleich finden. Das ist FXLet Webinar. Aktuell sieht das kurz. Und zack, ist das System drin. So, und wir können, wenn wir wollen, kurzes Auto-Trading aus, einfach nur das System rüberziehen. Ich drücke auf OK und das System würde jetzt handeln. Das heißt, das, was wir vorher, ohne zu programmieren, mit der Maus jetzt zusammengeklickt haben, können wir direkt hier im MetaTrader 4 oder 5 starten. Ne? Also es geht natürlich in beiden Varianten. Und für die Bastler unter Ihnen, ein kleines Detail, wir verstecken hier nichts. Also wir können einfach auch auf Ändern drücken und sehen dann den kompletten Quellcode von dem System. Also wir haben ja nicht nur die ausführbare Datei, sondern wenn ich sage, ja, ich habe vielleicht einen Programmierer oder ich möchte doch ein bisschen dran rumbasteln, dann kann ich auch einfach in den Quellcode rangehen und sagen, okay, ich baue hier noch ein bisschen was ein, was der IA-Generator nicht kann. Da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Der IA-Generator hat natürlich seine Grenzen. Also wir haben versucht, die Mitte zu erreichen zwischen einer Bedienung, die relativ einfach ist, ohne extrem große Einarbeitung und zwischen kann alles. Also natürlich gibt es da draußen, das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie ein bisschen öfters nach Indikatoren oder Handelssystemen googeln, es gibt da draußen natürlich 1580 verschiedene Indikatoren und jeden Indikator gibt es in 20 verschiedenen Varianten. Sei es der Supertrend in Regenbogenfarbe, der Supertrend, der nach dem Wetter agiert. Jeden Indikator gibt es wirklich in 1000 Ausführungen. Das ist an sich das Schöne im MetaTrader, dass wir alles, was wir irgendwie suchen, schon fertig finden. Aber natürlich gibt es das ja alles nicht. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Standardsachen nehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Indikatoren angucken, haben wir hier so eigentlich fast alle Standardindikatoren, die es auch im MetaTrader gibt, in verschiedenen Abwandlungen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den SMA nehme oder den Durchschnitt an sich, wo ist der hier, dann haben wir natürlich verschiedene Berechnungsmethoden, TMA, EMA, SMA. Ja, wir können den individuell konfigurieren, so wie auch im MetaTrader. Haben dann für jeden Indikator, den wir hier auswählen, verschiedene, sag mal, Kriterien. Also zum Beispiel SMA steigt, fällt, Kerzen öffnen über, unter, sie kreuzen sich, ändern die Bewegung, die Richtung. Das alles können wir individuell einstellen. Deswegen ein super Trend plus Indikator oder den heiligen Indikator nach Hans Müller, den gibt es hier nicht. Ne? Deswegen ganz wichtig, wer eine Idee hat, die sehr, sehr speziell ist und die verschiedene kreative Varianten von Indikatoren verwendet, der wird natürlich hier nicht alles finden. Deswegen haben wir, und das ist speziell auch heute fürs Webinar oder für Sie als Kunde von Expert ganz interessant, den IA-Generator gibt es als Test auch. Das heißt, Sie können sich einen Testzugang beantragen, der dauert regulär 5 Tage, läuft ja. Wenn Sie sich den heute noch erstellen, exklusiv hier für das Webinar, dann läuft der Testzugang 14 Tage, also 2 Wochen lang mit allen Funktionen, bis auf eine kleine Funktion. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, die nicht verfügbar ist, aber das wird Ihnen wahrscheinlich gar nicht auffallen und nicht weiter stören. Das heißt, alles, was wir hier machen, können Sie auch ganz in Ruhe in den nächsten 2 Wochen im kostenlosen Zugang erstellen. Das ist wirklich komplett kostenlos. Das heißt, da gibt es keine, wir fragen nicht nach Kreditkartendaten oder sonst was. Das heißt, wir können einfach hier auf unsere Webseite algo-camp.de geben. Dann gehen wir oben auf Produkte, IA-Generator.
Und dann, wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, haben wir hier die Methode, den Zugang zu beantragen. Und da wird nichts weiter abgefragt, außer der Name und die E-Mail-Adresse. Und dann wird der Zugang dahin geschickt. Deswegen nicht irritieren lassen. Hier steht regulär 5 Tage. Das wird auch in den E-Mails so stehen. Aber wir haben das für heute so eingetragen im System. Alle, die sich heute einen Testzugang erstellen, da bleibt der Account 2 Wochen lang offen. Und da können Sie wirklich alles, jede einzelne Funktion durchtesten. Deswegen, wenn Sie so sagen, ist interessant, aber Sie wissen gar nicht, ob das überhaupt wirklich so zu Ihnen passt oder ob von der Bedienung her das Spaß macht und ja, zu Ihnen passt, dann gibt es einfach den Testzugang. Der läuft automatisch aus. Der ist dann irgendwann weg. Da müssen Sie nicht kündigen oder sonst was. Also das kann. Da haben wir keine bösen, versteckten Abo-Fallen eingebaut. Das nur ganz kurz dazu. Wir haben Funktion 1. Also, wie gesagt, das ist erstmal die erste Funktion, wo die meisten mit anfangen. Ich habe konkret eine Idee, ich möchte sie eingeben oder ich habe keine Idee und ich möchte ein bisschen rumspielen und einfach mal probieren, was wie funktioniert. Natürlich, von den Daten her, das ist immer eine ganz, ganz große Frage oder ein großes Problem im MetaTrader. Wo bekomme ich historische Daten her, die sauber sind? Sind die aktuell? Bis wann gehen die? Das wird hier im IA-Generator automatisch erledigt. Das heißt, die müssen nicht erst Daten besorgen und sich einspielen, sondern wir machen es im Hintergrund. Wir haben es jetzt im Euro-Dollar gesehen. Kerzen haben wir von 2007 an bis 2023, ja, also bis heute. 15 Uhr, 2, 3 Stunden alt, das heißt, die Daten werden immer alle paar Stunden aktualisiert. Und die Auswahl an den Assets ist, ja, ist jetzt nicht gigantisch, aber auch nicht klein. Das heißt, alle gängigen Assets sind drin von Gold, Silber, Kryptos, Indizes und natürlich die beliebten Währungen sind drin. Von den Timeframes, alles das, was wir auch aus dem MetaTrader 4 speziell kennen, M1 bis D1. Und wenn wir jetzt sagen, ja, ich handle aber was ganz Spezielles, ich handle von mir aus den mexikanischen Peso gegen den was auch immer und der ist hier nicht in der Liste drin, ist das natürlich auch kein K.O.-Kriterium, sondern es gibt dann auch die Möglichkeit, einfach eigene Daten einzuspielen. Ja, klar, müssen Sie dann selbst die Daten organisieren. Dafür haben wir auch ein kleines Tool bereitgestellt, dass Sie die Daten aus dem MetaTrader 4 oder 5 exportieren können. Da muss man auch nichts groß programmieren, das sind ein paar Dateien, die man hin und her schiebt. Und dann hat man die Daten auch hier drin. Deswegen, wir sorgen dafür und versuchen auch die Arbeit abzunehmen, aber natürlich haben wir ja auch nicht jedes einzelne Asset, was handelbar ist da draußen. Aber ja, das ist soweit auch nicht das große Problem mit dem individuellen Export. Ich gucke mal kurz auf die Frage, bevor wir zum nächsten großen Punkt kommen. Kann eigentlich ein EA so erstellt werden, dass Signale aus einem Handelsinstrument in einem anderen Handelsinstrument Aktionen auslöst? Also ich nehme mal an als Beispiel, dass wenn zum Beispiel der SMA im Euro-Dollar sich kreuzt, dass er dann den DAX handelt. So verstehe ich die Frage. Kann es nicht. Also das ist eine Funktion, die nicht möglich ist, also nicht über den EA-Generator abgebildet werden kann. Hier hat man dann die Möglichkeit, wir haben ja den Quellcode, ob man dann zum Beispiel sagt, ich lege da ein bisschen Hand an oder ich hole mir vielleicht einen Programmierer, der das für mich übernimmt. Ja, klar, wer geübt ist in der ganzen Thematik, ist nicht das große Problem. Dann gucke ich einfach, wo wird gehandelt in dem Quellcode. Ich sehe hier, standardmäßig wird das gehandelt, was auf dem Chart angewendet wird, aber ich möchte ja den DAX handeln. Dann würde ich hier beispielsweise ein Asset eintragen. Wie gesagt, ja, es ist Programmierung, wir wollen nicht groß programmieren, aber alles, was im EA-Generator nicht möglich ist, können wir später nachträglich immer noch manuell reinprogrammieren. Also wie gesagt, entweder können Sie dann ein bisschen programmieren, haben einen Programmierer, oder Sie können natürlich auch uns danach beauftragen und sagen, das hier habe ich mir mit dem EA-Generator erstellt, ich habe ein paar kleine Änderungswünsche, macht mir doch mal bitte ein Angebot darüber, was das kosten würde. Ich springe zurück in den Generator. Also Funktion 1 haben wir erstmal grob abbehandelt. Wir sehen hier viele Tabs, viele Optionen. Gucken wir noch nach. Die zweite Funktion, die auch sehr mächtig ist und sehr, sehr gerne genutzt wird, ist daher kommt der Name auch etwas, der eigentliche Generator. Die Funktion ist speziell für den Zweck da, dass ich sage, ich habe absolut keinen Plan, ich brauche eine Orientierungshilfe. Also ich sage, was sage ich?
Wir gehen das gemeinsam durch. Ja? Ich möchte in Euro-Dollar handeln. H1. Perfektes Timeframe, nicht zu viele Trades, nicht zu klein unterwegs, nicht zu langfristig unterwegs. Und ich gebe nur Folgendes an. Positionsgröße, gut, ist jetzt relativ egal. Nehme 0,1 Lot. Ich möchte Long und Short gehen. Lieber R-Generator, ich möchte, dass du immer einen Stop-Loss verwendest. Ob der fix ist oder nachlaufend ist, kannst du selbst entscheiden. Ich will auf jeden Fall mindestens einen Stop-Loss, also der Stop-Loss muss mindestens jetzt beispielsweise 40 Pips groß sein. Ja, bringt mir nichts, wenn ich da 2, 3 Pips habe. Ich will da nicht zu ständig ausgestoppt werden. Aber größer als 100 Pips sollte auch nicht sein. Oder wir nehmen 110 Pips. Gewinnmitnahme, Take Profits, sage ich auch, gar keinen konkreten Plan. Ich möchte sagen, mindestens 30 solltest du mitnehmen, maximal 200. Finde selbst heraus, was gut ist, was nicht gut ist. Dann gehen wir in die Generatoreinstellung. Was sagen wir da noch? Für den Einstieg verwende maximal 6 Indikatoren, für den Ausstieg maximal 3 Indikatoren. Und ich gebe dir jetzt einfach nur eine Minute Zeit. Ganz wichtig, eine Minute ist jetzt nicht die Welt, aber ich will jetzt hier nicht 20 Minuten eintragen und dann gemeinsam raufgucken, wie das denn gearbeitet, sondern wir lassen einfach mal das Ganze bei einer Minute. Wir geben den IA-Generator eine Minute. Ich drücke in dem Moment auf Start. Und was macht er jetzt? Wir sehen ja schon, da ändert sich ein bisschen was an den Zahlen, ein bisschen was an den Einstellungen. Der IA-Generator prüft jetzt alle möglichen Varianten durch, die er innerhalb von 60 Sekunden berechnen kann und schaut, versucht, eine profitable Strategie herauszufinden. Das heißt, wonach sucht er konkret? Wir haben ja gar nichts eingegeben. Also wir haben jetzt nicht gesagt SMA, ADX oder SMA Kreuz, SMA 2, sondern wir haben ihm bisher nur einen ganz groben Rahmen gegeben. Was darfst du traden? Wie groß sollte maximal oder minimal der Stop-Loss bzw. Take-Profit sein? Und auf welchem Timeframe unterwegs ist? So, und wir sind jetzt bei 45 Sekunden. Haben noch 15 Sekunden, ja 10 Sekunden und schon gleich mal, was er berechnet hat. So, 5 Sekunden, 2 Sekunden hat er noch und jetzt ist er durch. So, das rechts ist jetzt für ihn die beste Strategie, die er gefunden hat. In dem Zeitraum von 60 Sekunden hat er jetzt 3400 verschiedene Varianten durchgeprüft. Also hat alles Mögliche miteinander kombiniert, was er in den 60 Sekunden geschafft hat. Am Ende kam, und das sehen wir hier oben im nächsten Reiter in der Sammlungen, hat er 68 Strategien rausgeworfen, die unseren Kriterien in etwa entsprechen. Das heißt, wir können später noch an einer anderen Stelle eingeben, was für uns gut ist und nicht gut ist. Also zum Beispiel, klar, profitabel sollte es sein, aber wie groß sollte der CRV sein, wie groß sollte maximal der Verlust sein, wie viele Trades sollen wir minimal oder maximal haben. Wie auch immer, alles Details, aber wir sehen hier eine Liste mit allen verschiedenen Strategien, die er für uns jetzt herausgefunden hat. Und wir können uns ja einfach mal eine rauspicken und sagen, okay, die klingt gut. Reingewinn 1500 Euro, Profit am Tag, umgerechnet auf Dauer 25 Cent bei 0,1 Lot. Nicht allzu viele Trades gemacht, sieht gut aus. Ich gucke einfach mal rein. Und dann klicke ich rauf. Dann hat er die Strategie, die er selbst jetzt erstellt hat oder generiert hat, in quasi die erste Funktion gebaut. Wir kennen es ja vom Anfang des Webinars oder von vor ein paar Minuten. Da sehen wir jetzt das oder die Kriterien, die er selbst zusammengestellt hat. Und wir sehen hier bei den Einstiegen, hat den ADX, SMA, ATR und nochmal ein SMA eingebaut und für den Ausstieg hat er Momentum und Stochastik genommen. Das hat er miteinander kombiniert und das Ergebnis ist diese Strategie. Was können wir jetzt damit machen? Natürlich die Abkürzung nehmen und sagen, ich exportiere das Ganze wieder für MetaTrader 4 oder für den MetaTrader 5. Wir können weiter dran rumbauen. Wir können natürlich sagen, okay, wir schauen erstmal nach, was macht ihr hier ganz im Detail? Wie verwendet er den ADR? Wie nutzt er das SMA-Cross? Wie nutzt er den ATR? Welche TPs und SL hat er eingetragen? Wir sehen hier, der Stop-Loss ist fix auf 60 Pips. Der Take-Profit ist auch fix auf 45. Das alles, was wir quasi selbst am Anfang eingestellt haben, sehen wir hier nochmal in der Auswahl. Wir können auch sagen, ADX gefällt mir gar nicht, nehme ich einfach raus. Wie auch immer. Wir können zurück in unsere Sammlung gehen,
Wir können uns alle Strategien, die er erstellt hat, nochmal genauer angucken. Und halt schauen, was passt zu mir, passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Und schauen, was gefällt uns. Und das ist die zweite große Funktion, dass wir halt wirklich sagen, ich habe gar nicht konkrete Idee. Lieber Generator, mach das, was in deinem Namen steckt und generiere für mich die Idee. Natürlich dürfen wir das nicht als den heiligen Gral finden. Also wir können jetzt nicht sagen, ich setze mich jetzt hin, stell eine Minute ein, lass generieren, zieh den EA raus, sondern wir müssen natürlich aufpassen, ganz klar, dass wir uns nicht in die Tasche lügen und überoptimierte Strategien finden, die so ein bisschen profitabel aussehen. Ne? Dann im Endeffekt backtesten können wir uns ja alle reich. Es kommt am Ende des Tages auch darauf an, dass die Systeme dann später im Live-Modus oder im Demo-Modus auch noch so performen. Wie kann man das herausfinden? Natürlich müssen wir ein bisschen weiter reingucken als nur auf den Performance-Chart. Das ist immer ganz wichtig. Davon lassen sich immer sehr, sehr viele leider gerade am Anfang blenden, dass sie den Performance-Chart sehen. Also jetzt hier in die Sammlung gehen, mir diesen Chart angucke und sehe, wow, super, gefällt mir. Habe ich alles, was ich brauche? Keine großen Drawdowns, nehme ich mit, exportiere ich. Aber wir müssen ein bisschen weiter ins Detail gucken. Wie machen wir das? Wir haben in der Strategie an sich das, was wir zuletzt ausgewählt haben. Wir sehen Einstiege, Ausstiege, das kennen wir alles. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, ich würde mal sagen, ein paar Robustheitstests durchzuführen. Natürlich die erste Frage, die sich viele immer stellen, ist, wow, das System ist mit dem Euro-Dollar profitabel auf Stundenbasis. Wie sieht es dann mit anderen Märkten aus? Dafür gehen wir in den Tab, weitere Märkte. Wir haben natürlich standardmäßig unser Referenzmarkt in dem Fall, der Euro-Dollar. Und ich möchte einfach mal herausfinden, wie läuft es mit dem British Pfund, Neuseeland-Dollar, Euro-Australischen, Euro-Kanadischen. Regulär würden wir ja bisher dann im MetaTrader wieder unterwegs sein und einfach die Assets durchgehen. Also ich würde sagen, dieses Währungspaar starten, 20 Minuten warten, das nächste starten, warten. Brauchen wir das nicht mehr? Wir haben die Abkürzung ja quasi gefunden. Und ich sage einfach in dem Moment, starten. Und dann sehe ich was war das? Wenn man großzügig 3 Sekunden, sehe ich das Ergebnis aller Märkte. Also ich sehe die Strategie auf den Euro-Dollar, läuft wie hier oben. Und ich sehe jeweils die Farbe, ist ja hier links beziehungsweise im Chart markiert, wie andere Märkte laufen. So kann ich ganz schnell, ohne großen Aufwand, ohne großen Zeitaufwand herausfinden, ob mein System noch für andere Märkte profitabel ist. Ist es jetzt ein K.O.-Kriterium? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein System nicht mit jedem Markt funktionieren muss. Also eine Handelsstrategie kann durchaus auf die, ich sag mal, auf den Charakter eines Marktes ausgelegt sein. Aber es ist natürlich eine Frage, die wir uns immer stellen. Können wir weitere Märkte handeln? Wenn ja, ist es natürlich ein schönes Portfolio, eine schöne Diversifizierung, wenn wir ein bisschen breiter aufgestellt sind in dem Moment. Aber eine andere Frage, die wir uns auch stellen können, ist natürlich, wie sieht es mit anderen Timeframes aus? Also ich sage, Euro-Dollar ist schon das, was ich handeln möchte. Ich bleibe jetzt beim Euro-Dollar, dann wähle ich einfach ganz oft den Euro-Dollar aus und sage dann H1, mein Referenzmarkt, ich gucke mal noch auf M30, ich gucke mal noch auf M15 und sage dann auch Start, warte 2 Sekunden und sehe dann hier das Ergebnis und weiß, okay, das System ist auf H1 ausgelegt. Auf M15 bekommen wir kaum Signale, auf M30 ja ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. So, also dieses ewige rumgetestete MetaTrader können wir uns sparen. Wir sagen einfach, wir packen hier ein paar Märkte hinzu und testen das Ganze in 2, 3 Sekunden durch. Das ist eine Variante. Natürlich, klar, der Generator lief mit 60 Sekunden. Was bei rauskommt, ist jetzt nicht das Schönste oder das Gelbe vom Ei. Also wenn man das wirklich ernsthaft angeht, dann sagen wir natürlich, ich gebe hier ein bisschen mehr Zeit, 20 Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten. Wir müssen ja nicht davor sitzen, wir können ja einfach dann andere Dinge machen, nebenbei traden und das haben wir laufen lassen. Das ist ja das Schöne. Ganz wichtig, die gesamte Rechenarbeit und die Rechenleistung wird nicht auf Ihrem PC durchgeführt. Das heißt, selbst wenn Sie einen PC haben, der jetzt nicht der leistungsstärkste ist oder wo nebenbei viele, viele Sachen laufen und Sie möchten nicht, dass hier irgendwas läuft, was Ihren PC in dem Moment lahm macht, keine Sorge. Sämtliche Rechenarbeit oder Leistung wird bei uns auf den Servern durchgeführt. Das heißt, nur so können wir halt sicherstellen, dass es so schnell ist vom Backtesten her,
dass wir hier 15 Jahre in 2 Sekunden durchbekommen. Das heißt, ob Sie einen schnellen oder langsamen PC haben, spielt hier absolut gar keine Rolle. Sämtliche Rechenleistung wird auf unseren Servern aufgeteilt oder ausgelagert und deswegen müssen Sie sich da keine Sorge machen, ob irgendwie Ihr PC dann ausgelastet ist für die 60 Sekunden. Gar kein Problem. Also, Sie können es einfach starten, minimieren und dann ganz normal den PC weiter nutzen. Das ist kein Problem. Der Generator oder eigentlich alle Funktionen hat viele versteckte Details. Also, wir können natürlich weiter reingehen und sagen, ich will noch ein bisschen weiter die Kriterien einstellen und sagen, welche Indikatoren soll er denn eigentlich nutzen? Also, wenn ich jetzt sage, Bollinger Bänder mag ich überhaupt nicht und der IR-Generator soll absolut die Finger von lassen beim Ein- und Ausstieg, dann kann ich das in den Einstellungen natürlich auch rausnehmen und sagen, gut, MACD ist top, den mag ich gerne haben, aber ja, Pinbar oder RSI mag ich nicht, nehme ich raus. Und dann richtet sich der Generator dann genau an diesen Einstellungen und sagt, okay, mein Trader gibt mir den Auftrag, nicht nach diesen Indikatoren, sondern nach diesen Indikatoren zu suchen und dann mache ich das. Deswegen zu groß, um in 60 Sekunden wirklich jede Funktion abzubehandeln, aber dafür haben wir auch den Testzugang, dass wir wirklich ganz in Ruhe mit allen Funktionen überall mal ein bisschen durchklicken können. Wir können nichts kaputt machen, hier wird nicht gehandelt, das ist alles nur quasi die Simulation und da können wir ganz in Ruhe rumspielen. Okay, wir haben also jetzt 2 Funktionen gesehen. Einmal das manuelle Generieren, sage ich mal. Das automatische Generieren. Wir haben gesehen, dass wir hier so eine Art Sammlung aufbauen können. Also alles, was der Generator automatisch generiert. Wir können die Sachen exportieren. Ganz wichtig. Für viele sind die eigenen Ideen oder Strategien ein großes Heiligtum. Ist auch völlig legitim. Und man möchte nicht, dass die Infos rausgehen. Ganz wichtig. Das muss man wissen, weil auch noch ein kleiner Nachteil vielleicht für Sie herauskommt. Dass sämtliche Einstellungen, sei das heißt es die Strategie, die ich generiert habe, die der Generator für uns generiert hat, das alles wird auch nicht auf unserem Server dauerhaft gespeichert. Das heißt, das liegt alles in Ihrem Browser. Das heißt, wenn Sie dann Ihren Login haben, ob Sie den Testzugang haben oder die gekaufte Variante, wenn Sie jetzt hier an dem PC sitzen, bleibt das alles. Ne? Sie können auch den PC runterfahren, morgen wieder reinkommen, dann sehen Sie alles. Wenn Sie aber zum Beispiel dann im Büro oder woanders am anderen PC sich einloggen, dann sind die Sachen nicht mehr gespeichert. Liegt einfach nur daran, dass ihre sensiblen Strategien nicht bei uns gespeichert werden. Das heißt, wir haben nicht Zugriff auf ihre Ideen, auf ihre Strategien, die sie erstellt haben, sondern die sind einfach lokal bei Ihnen im Browser gespeichert. Deswegen, ich sage es eigentlich nur, damit Sie sich nicht wundern, wenn Sie zum Beispiel im Büro ein bisschen rumspielen, sich zu Hause einloggen und dann die Daten nicht da sind. Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn wir können die Sachen auch wieder importieren. Ich kann also auch einfach sagen, ich habe vorhin zu Hause was generiert, exportiert, also schon runtergeladen und ich bin jetzt im Büro und ich möchte das nochmal hier einspielen, dann kann ich die Sachen auch einfach hochladen. Also ich wähle dann einfach hier die Strategie aus, worum ich sie gespeichert habe und dann kann ich den Exportadvisor hier wieder hochladen und dann habe ich den EA hier wieder drin und kann ihn weiter bearbeiten. Und sagen, okay, ADX, den nehme ich nochmal raus, Cross lasse ich drin. Das passe ich an, speichern und dann lade ich mir wieder runter und kann ihn später wieder hochladen. Also das ist gar kein Problem. Da müssen wir keine Sorge haben, dass wir den PC nicht wechseln können oder woanders nicht weiter daran arbeiten können. Wie gesagt, ist zum einen ein Vorteil, weil die Strategien einfach ihre bleiben und zum anderen ein kleiner Nachteil, dass man nicht an jedem PC der Welt die Sachen verfügbar hat. Aber ich denke mal, da gibt es Schlimmeres. Okay, die nächste Funktion, das ist die Portfolio-Funktion. Was ist die Portfolio-Funktion? Ne? Ich sage immer, die Formel 1 des Algo-Tradings ist, dass wir nicht nur ein System haben, sondern dass wir ein bisschen breiter aufgestellt sind und mehrere Systeme haben. Das heißt, ich habe nicht nur ein Trendsystem auf den Euro-Dollar, sondern ich habe ein Trendsystem auf dem Euro-Dollar H1, ich habe ein Kontratrendsystem auf dem Euro-Dollar AM5, ich habe ein News-System Euro-Dollar M15. Also ich bin einfach breiter aufgestellt, so dass ich im Idealfall und natürlich die Wunschvorstellung, egal in welcher Phase, versuche Geld zu verdienen, beziehungsweise in schlechten Phasen möglichst wenig Geld verliere. So, Portfolio. Wie ist es denn momentan? Momentan, wenn ich ein EA-Portfolio habe, müsste ich natürlich im MetaTrader mehrere Charts erfahren.
Also das ist jetzt nicht das große Problem, dass ich dann hier einfach jetzt Charts offen habe. Ich würde dann in jedem Chart mein EA, hier ist EA 1, hier EA 2, 3 und 4. Und dann hätte ich mein Algo-Portfolio. Die EAs kommen sie nicht in die Quere, arbeiten unabhängig. Jeder weiß, das ist meine Order, das ist meine Position und den Rest fasse ich nicht an. Ich kann nebenbei manuell traden, gar kein Problem. Mit dem EA-Generator haben wir noch mal eine kleine Optimierung. Natürlich, vier EAs ist noch übersichtlich. Ich glaube, das ist ja schon so ein kleines Luxusproblem, wenn wir sagen, puh, ich muss hier vier Charts aufhaben. Das bekommt man, glaube ich, auch noch mit einem relativ kleinen Monitor hin. Aber wenn es ein bisschen größer wird und wir dann 10, 20 EAs zum Beispiel haben, kann es schnell mal unübersichtlich werden. Klar, gar keine Frage. Wir können trotzdem 20 einzelne EAs am Laufen haben. Oder aber wir haben unseren Portfolio-EA, wo wir mehrere EAs in ein EA zusammenpacken. Ist von der Programmierung her relativ aufwendig, aber kann auch der EA-Generator. Schauen wir uns das mal an. Spinnen wir etwas weiter. Wir haben den Generator schon stundenlang laufen gelassen und haben ein paar Systeme gefunden und sagen jetzt, wie gesagt, wir ersparen uns die Rechenarbeit und denken aber ein bisschen weiter. Dieses System möchte ich im Portfolio haben. Ich schaue mir an, dieses System möchte ich auch noch im Portfolio haben. Wir sehen, ich klicke immer hier auf den Plus. Also ich kann mir zum einen das für den MetaTrader 4 exportieren, 5 exportieren, ich kann die Sachen rauslöschen, wenn ich sage, das ist jetzt zum Beispiel überhaupt nichts weg damit, ich will das nicht mehr sehen. Oder wir haben das Plus für ein Portfolio. Nehmen wir noch eine dritte Strategie, nehmen wir noch das dazu und nehmen wir noch die Strategie dazu und die. So, wir sehen oben im Menü. Unter Portfolio haben wir jetzt eine kleine 5. Das heißt, im Portfolio sind jetzt 5 Systeme enthalten. Ich klicke auf Portfolio und wir haben sofort, und das finde ich persönlich eine sehr schöne Funktion, die ich auch mal sehr, sehr gerne nutze, wir haben sofort eine Portfolio-Performance und eine Portfolio-Kennzahlübersicht. Das heißt, diesen Chartverlauf, den wir hier sehen, ist das Gesamtergebnis von allen 5 Systemen, die wir gerade zusammengeklickt haben. Die Kennzahlen kennen wir alle. Gewinnfaktor, durchschnittliche Gewinne, Verluste, Maximalgewinne, Verluste und so weiter, haben wir jetzt hier auch auf Portfoliobasis. Gehen wir zurück, was wir quasi bis gestern noch ohne EA-Generator gemacht haben. Wir hätten hier für alle 5 Systeme einen Backtest erstellen müssen. Wir hätten es exportieren müssen und dann wäre die Reise auch schon zu Ende gewesen, weil wir ja, mit dem MetaTrader nicht die Systeme zusammenbringen können. Das heißt, wir hätten sie ja eigentlich in Excel exportieren müssen und dann zusammenrechnen müssen. Es wäre einfach zu viel Aufwand, nicht wirklich zeitgemäß. Sparen wir uns mit dem EA-Generator. Wir sehen sofort, dass wir in unserem Ziel näher kommen. Wir wollen natürlich nicht Strategien haben, die dann irgendwie, ja, weiß nicht, 5 Jahre im Drawdown sind, sondern wir wollen eigentlich eher so ein bisschen die Glättung haben. Und wir sehen hier, obwohl wir uns noch nicht allzu viel Mühe gegeben haben, dass das Ganze dem Ziel näher kommt, ein bisschen Glättung mehr drin zu haben, etwas die Volatilität aus dem Portfolio, also aus der Portfolio-Performance rauszunehmen. Alles, was wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen, starte ich das oder starte ich das nicht? Die ganzen Zahlen, die wir brauchen, sehen wir auch sofort ausgerechnet. Das heißt, wir können wirklich in kurzer Zeit relativ schnell entscheiden, passt, passt nicht. Wenn ich sage, passt, was mache ich jetzt? Ich kann dann einfach hier oben sagen, Portfolio-Expert, für den MetaTrader 4 exportieren. Und dann habe ich das, was ich kurz erwähnt hatte, haben wir ein EA und in diesem EA sind alle 5 Strategien enthalten. Hat es jetzt Vor- oder Nachteile? Ist eigentlich eine persönliche Entscheidung. Möchte ich jetzt 4 Charts aufhaben oder möchte ich einen Chart aufhaben, dann hier den Portfolio-EA drin haben? Wie gesagt, irgendwann macht es Sinn. Also ab 10 oder 20 wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Aber ob wir es so machen oder nicht, spielt erstmal keine große Rolle. Viel wichtiger ist die eigentliche Funktion, und zwar die Auswertung hier, ne? Dass wir einfach die Portfolio-Auswertung haben. Denn es bringt am Ende des Tages ja nichts, wenn wir ein Portfolio haben mit 5 Systemen und alle haben zur gleichen Zeit ihren Drawdown, alle haben zur gleichen Zeit ihre Hochphase, wo sie überdurchschnittlich Geld verdienen. Dann sind die Extrempunkte in der Performance eher stärker und nicht ausgeglichen. Und wir wollen ja eigentlich ein bisschen die Glättung haben. Deswegen, ob wir jetzt ein EA haben oder 10 EAs, ist eine persönliche Entscheidung. Das müssen Sie für sich am Ende des Tages wissen.
Am Anfang hatte ich ja erwähnt, im Testzugang ist wirklich alles enthalten, bis auf eine Funktion, und das ist genau diese Funktion mit dem Exportieren. Das heißt, wenn Sie den Testzugang haben, können Sie die Portfolio-Funktion hier auch nutzen. Sie haben das alles, können Sie auch erstellen, aber Sie können den Portfolio EA nicht exportieren, sondern Sie müssten dann alle EAs einzeln exportieren. Wieso? Hat einen relativ einfachen Grund. Diese Funktion, also dass der EA-Generator im Hintergrund innerhalb von ein, zwei Sekunden diese fünf oder meist auch mehrere Systeme in ein EA zusammenprogrammiert, ist von der Rechenkapazität sehr, sehr aufwendig und hardwarelastig. Und deswegen haben wir gesagt, haben wir diese Funktion für die Testkunden deaktiviert, damit die Kunden, die den EA-Generator gemietet oder gekauft haben, nicht drunter leiden und länger warten müssen, weil gerade viele Testkunden unterwegs sind. Das ist der einzige Grund und das ist auch wirklich die einzige Funktion, die deaktiviert ist, ne? Ansonsten alles, was wir heute gemacht haben und gleich noch machen werden, ist im Testzugang auch enthalten. Nur diese kleine Funktion nicht und ich denke mal, das sollte uns nicht weiter stören. Wir können ja trotzdem alle Funktionen testen und im Notfall einfach die EAs einzeln exportieren. Okay. Also, was haben wir? Wir haben die Funktion haben wir getestet. Die haben wir durch. Wir kennen den Generator. Wir wissen, wir haben eine Sammlung, die wir uns erstellen können oder erstellen lassen können. Wir haben die Portfolio-Funktion mit dem Export von einzelnen Funktionen. Was haben wir noch? Wir wollen ja natürlich ein bisschen weiter im Detail schauen. Wir haben ja zum Beispiel auch schon die Optionen geprüft mit den weiteren Märkten, wo wir weitere Märkte relativ schnell noch backtesten können. Wir haben noch den Optimierer. Wir haben noch die Monte Carlo Simulation. Wir haben Out of Sample Tests. Wir haben Walk Forward Analysen. Ist ein bisschen weiter im Detail. Ich will gar nicht allzu sehr auf die Themen groß eingehen, aber mal grob nochmal darauf eingehen, was wir noch für Möglichkeiten haben. Wenn ich jetzt diese Strategie, ich habe mir ausgewählt, diese Strategie, sage, diese Strategie ist schon ganz gut. Ob ich sie selbst erstellt habe oder ob der Generator sie automatisch für uns erstellt hat, spielt wirklich keine Rolle. Aber ich kann auch sagen, da geht noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht ganz genau, ist der Stop-Loss wirklich bei 64 gut? Oder ist er jetzt bei 60? Oder ist er bei 70? Oder ist er bei 75 besser? Bisher wäre ja die Variante gewesen, dass wir im MetaTrader dann durchgehen und sagen, gut, Stop-Loss 10. Okay, ich starte den Backtest, warte. Dann öffne ich das wieder. Stop-Loss 15. Okay, Backtesten, ich warte wieder. Brauchen wir nicht mehr, sparen wir uns, sondern wir sagen hier einfach, das ist die Range. Ich weiß gar nicht, wie ist es mit dem SMA? Wie ist es mit dem ATR? Ist der ATR auf 40 wirklich gut? Oder ist der auf 20, 30, 60, 50 gut? Ich weiß es nicht. Wir geben dem EA-Generator hier einfach Grenzen an und sagen, probiere mal von bis. Und dann, das können wir am besten, warten wir kurz, wir drücken auf Starten. Und jetzt macht er ja, sollte er auch in 20 Sekunden erledigt haben. Wir sehen hier mal den aktuellen Fortschritt. Prüft er jetzt die Kombination durch und schaut, war der Stop-Loss auf 40 wirklich die beste Variante? Dauert ein paar Sekunden, wir sind jetzt bei 70%, 80%. Der hat schon 1000 Varianten durchprobiert. Und wir sehen jetzt schon, der Stop-Loss ist nicht bei 40 am besten gewesen, sondern wenn wir wirklich aufs letzte Detail gucken, ist der im Bereich 66. Stoppen, sagen wir mal kurz, wir müssen nicht bis zum Ende warten. So, wir sehen jetzt also, der neue vorgeschlagene Stop-Loss ist bei 66. Die neue ATR-Periode ist bei 24. Was auch immer. Also alles, was wir optimieren wollten, haben wir jetzt optimiert. Und jetzt können wir sagen, wir sehen es ja rechts im Chart, unten das leicht gräuliche ist die initiale Strategie, die also der EA-Generator am Anfang für uns ausgespuckt hat, weil wir uns die manuell erstellt haben oder der Generator. Und das hier oben ist die neue Linie, die optimiertere. Und jetzt können wir natürlich sagen, mir gefällt mir nicht, ich bleibe bei dem alten oder ich sage akzeptieren und dann haben wir das Ganze wieder übernommen. Das heißt, wir haben die Vorschläge übernommen und wenn wir zurück in den Editor gehen, haben wir alles hier automatisch eingetragen, was er für uns erstellt hat. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, Stop-Loss hat er automatisch auf 66 eingestellt. Gehen wir kurz wieder zurück in den Optimierer und wir können hier vorne, es ist uns überlassen, es bis ins letzte Detail eingehen. Also ich kann sagen, will ich den Stop-Loss optimiert haben? Ja, nein. Wenn ja, setze ich den Haken, sage an von bis
Soll er wirklich jeden Pip durchprobieren? Also soll er den Stopp an 40, 41, 42 durchprobieren? Oder sage ich einfach, auf so kleinlich wollen wir nicht sein, test es an 5er-Schritten, also 40, 45, 50 und so weiter. Das können wir hier relativ schnell erledigen. Und dann gehen wir zurück in den Editor. Wir sagen, wunderbar, ich bin fertig damit. Ich exportiere das Ganze für den 4 oder 5 oder arbeite weiter. Was können wir noch? Zahlen, Auswertung, Charts, das ist eigentlich so, was wir so ein bisschen lieben, gerade wenn wir viel auf Charts schauen. Wenn wir eine Strategie haben, können wir einfach auf den Chart drücken und dann haben wir noch ein bisschen mehr Auswertungen als eigentlich im MetaTrader, wenn wir Backtests durchführen. Klar, ganz klar, Punkt Nummer 1 oder Chart Nummer 1 ist natürlich der Kontostand, also die Performance-Analyse. Wo fange ich an? Wo komme ich raus? Wir sehen an einem Blick eigentlich relativ stark, passt das zu mir oder nicht? Ja, es ist profitabel. Reicht es von der Rendite her? Wie sind die Drawdowns? Wir sehen im ersten Moment relativ viel im Chart. Gehen wir weiter im Detail. Was wir natürlich nicht sofort sehen, zum Beispiel, sind die Drawdowns. Also wir haben im MetaTrader, wenn wir den Backtest zum Beispiel durchführen, nicht sofort einen Drawdown-Chart. Und das sehen wir hier zum Beispiel ganz schön. Wir sehen einen Drawdown-Chart an Prozentangabe oder in Währungsangabe, sprich jetzt in unserem Fall in Euro. Wir sehen die Stagnation. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird und eine Zahl, die ich fast nie sehe in der Auswertung, ist, wie lange stagniert eigentlich eine Strategie? Ja, und wir sehen es hier im schlimmsten Fall, das war so die Verlustphase hier, dauert es 800 Tage, bis das letzte Depot hoch wieder erreicht wird. Und da müssen wir uns ganz ehrlich und trocken die Frage stellen, wenn ich ein System starte, würde ich die Beine stillhalten und das System laufen lassen, wenn es 100, 200, 300 bis 800 Tage auf der Stelle tritt und kein neues Depot hochmacht? Fast 3 Jahre ist schwierig. Ne? Deswegen, diese Charts sind mal ganz schön, aber wir sollten nicht zu voreilig unterwegs sein und wirklich ins Detail schauen. Diese Angabe mit den 800 Tagen hätten wir niemals gehabt und wir hätten es niemals bemerkt, anhand dieses Charts hier. Wir hätten aber nur gesehen, okay, ja, passt, Drawdown ist nicht so groß, Drawdown prozentual 4% passt, nehme ich. Aber eine Stagnation von 800 Tagen, also erfahrungsgemäß, die wenigsten halten das aus. Was noch schön ist zum Optimieren, ist der Indikatorchart, ne? Also klar, wir sehen jetzt hier, wie die Ergebnisse aussehen, aber wie agieren eigentlich die? Wo wird getradet? In welchem Punkt wird getradet? Und auch das können wir hier im Browser durchgehen. Wir können also im Chart zurückscrollen und sehen, wo wurde eingestiegen. Wir sehen hier, hier war ein Einstieg. Wir sehen, wo war zu dem Zeitpunkt der Stop-Loss. Wir sehen, da wurde hier mal nachgezogen. Wie standen die Indikatoren? Also jeden einzelnen Trade können wir hier im Chart nachvollziehen. Und der Chart wird immer so gezeichnet, der passt sich an den Indikatoren, die wir nutzen. Sprich, ich nutze den ATR und den SMA. Dann ist hier automatisch der ATR und SMA mit den jeweiligen Einstellungen, Tiefe, Verschiebung und so weiter auch drin. Also wir müssen dann nicht Indikatoren raufziehen, einstellen, sondern das übernimmt alles automatisch. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Chart, um herauszufinden, wo kann ich optimieren? Weil wenn ich mir die Trades angucke und dann, weiß nicht, 20, 30 Trades mir ansehe, dann fallen mir auch wieder Sachen auf. Und dann merke ich, okay, das Stop-Loss nachziehen, das ist zu eng. Der braucht mehr Luft zum Beispiel. Und das können wir nicht, wenn wir solche Charts gar nicht haben. So, statistische Informationen, das ist auch eine Seite, die müssen wir gar nicht allzu sehr durchgehen, aber wie gesagt, wer wirklich nach einer Auswertung auch auf Monatsbasis haben, finde ich persönlich auch mal sehr, sehr wichtig, weil wir hier Sachen sehen, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Also, wir gehen nochmal kurz auf den Chart hoch, wir sehen, okay, schönes System, aber wir sehen dann zum Beispiel, okay, wir haben auch monatelang, April, Mai, dann Juli, August, September, dann mal wieder ein Trade. Wir haben ein paar Monate oder manchmal ein halbes Jahr, wo nichts umgesetzt wird, wo entweder kein Trade stattfindet oder wo einfach keine Rendite erzielt wird. Und mit den Nullen, da gehe ich ganz stark von aus, dass einfach in den Monaten nicht gehandelt wurde. Auch hier müssen wir uns wieder die Frage stellen, wenn ich das System starte und ein, zwei, drei, vier, fünf, 6 Monate lang das System laufen lasse und ich habe kein Trade durchgeführt, lasse ich dann das System laufen? Werde ich nicht emotional und greife ein? Eine Frage, die wir uns auf jeden Fall vorher beantworten sollten.
Ansonsten von den Charts, wie gesagt, wir haben ja wirklich fast alles, was wir brauchen. Die Aufteilung auf Gewinn und Verlust, Wochentag, Stunde, Einstieg, Ausstieg. Also man kann hier sehr, sehr genau alles analysieren. Ganz klar, hat auch wieder Grenzen. Wir haben hier nicht die ausgefallene Berechnungsmethode nach XY. Aber ich glaube, hier erfüllen wir schon viele, viele Wünsche, was die Auswertung an sich angeht. Bevor wir gleich noch in den letzten Minuten auf die Fragen eingehen, also wir können natürlich gerne alle Fragen nochmal reinstellen, die jetzt kommen. Der letzte Punkt ist, ja, ich würde sagen, schon sehr detailliert. Deswegen würde ich da gar nicht allzu sehr groß eingehen, aber wir haben natürlich noch den Reiter Daten und Werkzeuge. Grob als Übersicht, dass wir wissen, was da noch drin ist. Wie gesagt, Daten können wir manuell importieren aus dem MetaTrader 4 oder 5. Hier gibt es zwei Skripts, die man einfach nur im MetaTrader einfügen muss und dann werden die Daten exportiert in das entsprechende Format und dann muss man die Datei hier einfach nur reinziehen und dann kann man nochmal pro Datei 500.000 Balken, also Candles, importieren. Wir haben die Daten, die sind ja schon vorausgewählt, das ist unsere Daten, die werden automatisch aktualisiert. Die haben wir am Anfang kurz behandelt. Wir können auch die Symbole einstellen. Das ist ein Punkt, der ist vielleicht durchaus nochmal interessant, wenn wir zum Beispiel sagen, wie groß ist das Spread? Wichtige Sache, wie groß sind die Swaps? Wenn ich also sage, ja, 10 Pip Spread ist mir zu hoch, also ein Pip ist mir zu hoch oder zu gering, dann kann ich das natürlich auch noch anpassen. Wenn ich sage, meine Swaps sind nicht bei minus 2, sondern bei minus 5, passe ich das an. Wenn ich ein anderes Asset handle, wo ich Kommission zahle, anstatt nur den Spread, dann trage ich das zum Beispiel auch noch hier. Ne? Also es gibt dann schon noch die kleinen Details, die ein bisschen versteckter sind, aber wie gesagt, für eine Ersteinführung oder eine Vorstellung ein bisschen zu detailliert sind. Ansonsten, das passt zur Frage, die gerade gestellt wurde. Besteht die Möglichkeit, die Backtests für gewisse Sessions einzustellen, zum Beispiel US-Session? Ja, kann ich machen. Also ich kann dann hier in den Einstellungen unter Werkzeuge Einstellungen dann zum Beispiel sagen, ich möchte nur handeln von bis. Also ich kann dann sagen, nur von 15:30 bis zum Beispiel 22 Uhr. Oder je nachdem, welche Session ich habe oder was ich für einen Wunsch habe, kann ich das hier nochmal einstellen. Ich kann auch sagen, Positionen sollen zum Handelsende, also dann von mir aus um 22 Uhr geschlossen werden. Ich möchte nichts über Nacht handeln. Ich möchte nichts über das Wochenende handeln. Das kann ich hier durchaus auch einstellen. Ich habe auch, also entweder machen wir es hier oder ich habe auch nochmal ein Einstiegskriterium, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte nur einsteigen, wenn eine gewisse Uhrzeit ist. Also ich kann hier sagen, ich möchte nur von, als Beispiel, von 12 Uhr bis 18.30 Uhr handeln. So, dann werden nur Trades in diesem Zeitraum durchgeführt. Wir sehen ja hier rechts sofort, er macht weniger Trades, Performance wird schlechter. Ich stelle das mal zum Beispiel auf 11 Uhr an. Ich trage es nur ein und wir haben sofort die Vorsicht hier. Also wir haben Vorschau. Also wir haben die zwei Varianten. Ja, es geht. Entweder machen wir es über eine Einstiegsregel oder in den Einstellungen. Ganz wichtig, passiert relativ schnell. Wenn wir es in den Einstellungen machen, dürfen wir nicht vergessen, das auch wieder rauszunehmen. Ne? Weil das hier sind quasi die Makro, die übergeordneten Einstellungen. Wenn ich das jetzt hier auf 15 Uhr einstelle, dann dürfen wir uns irgendwann, und wir vergessen das, dann wundern wir uns irgendwann, wieso auf 15 Uhr keine Trades durchgeführt werden. Das zu den Funktionen. Ich hatte es ja gesagt, ne? Da sollten Sie sich auf jeden Fall den Testzugang holen. Kostet nichts, kann nichts passieren. Im System ist es hinterlegt, dass der Zugang 2 Wochen läuft. Also lassen Sie sich bitte nicht irritieren von den E-Mails. Wahrscheinlich bekommen Sie nach 5 Tagen die E-Mail, dass der Zugang abgelaufen ist. Das können Sie ignorieren. Das ist exklusiv heute für das FX-Webinar verlängert auf 2 Wochen. Wenn Sie sagen, passt, gefällt mir, möchte ich haben, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das länger als nur in der Testphase zu nutzen. Wir haben 3 Varianten. Wir haben die Mietvariante, wir haben die Jahreszahlung oder den Lifetime-Zugang. Das heißt, wenn Sie sagen, passt, ich möchte direkt durchstarten, dann können Sie sagen, entweder holen Sie sich das monatlich, so in den Jahreszugang, oder Sie sagen, wenn schon, dann richtig, dann hole ich mir die Lifetime-Variante und dann können Sie da ein Leben lang zugreifen, tausende von EAs generieren, exportieren, mitspielen. Erfahrungsgemäß aus dem Feedback unserer Trader kann ich nur sagen, aufpassen, macht ein bisschen süchtig, macht aber auch Spaß, mit dem EA-Generator die Strategien zu erstellen. Auch, das kann ich sagen, auch wenn Sie nicht der Fan vom Algo-Trading sind, kann der EA-Generator trotzdem interessant sein,
weil am Ende des Tages natürlich Strategien rauskommen, die Sie auch, wenn Sie das möchten, manuell handeln können, ne? Also Sie können sich jetzt das ansehen, ziehen sich die Indikatoren aus der Strategie auf den Chart im MetaTrader, bauen sich ihr Setup manuell auf, handeln das manuell, das geht natürlich auch. Es ist kein Muss, dass Sie es am Ende des Tages automatisch machen, aber es geht natürlich. Und das ist natürlich Hauptziel vom E-Generator, aber kein Muss in dem Beispiel. Ansonsten, wenn noch Fragen da sind, können Sie natürlich gerne entweder einfach auf Wexpert anschreiben, die Fragen kommen dann auch bei uns an, vielleicht wissen Sie es auch schon selbst, oder aber Sie schreiben uns einfach an, einfach auf algo-camp.de, haben wir hier oben den Kontaktbutton und dann können Sie einfach das Kontaktformular nutzen, uns eine E-Mail schreiben oder Sie gehen unten rechts auf den Live-Chat und stellen da die Fragen, dann bekommen Sie auch relativ schnell die Antwort. Nutzen Sie den Testzugang, es lohnt sich, wie gesagt, es kostet nichts und es macht relativ viel Spaß, mit dem zu arbeiten. In diesem Sinne, Nelson, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ja, sehr gut. Sind wir gut in der Zeit durchgekommen, beziehungsweise du. Da die letzte Frage, willst du dir noch mit aufnehmen, oder? Ja, wie kann ich meine eigene Strategie programmieren? Also wir haben natürlich die Variante, die wir heute besprochen haben, dass wir den EA-Generator nutzen und das programmieren lassen. Und dann haben wir unser Grundgerüst, was wir eventuell noch aufrüsten. Oder wenn Sie sagen, meine Strategie ist zu komplex, ich kann das mit dem EA-Generator nicht abbilden, können wir natürlich einfach auch zu uns kommen und sagen, wir nutzen unseren manuellen Service und dann kann man einfach bei uns die Anfrage stellen. Sie verraten uns, was das Handelssystem können soll und dann programmieren wir das für Sie. Ansonsten die letzte Variante ist natürlich die, dass Sie komplett unabhängig sind und dann eigenständig programmieren lernen. Ist natürlich auch eine Variante, aber genau das ist ja nicht das Thema von heute gewesen. Wir möchten ja heute ausschließlich Systeme erstellen, die ohne Programmierung umgesetzt werden. Sehr schön. Dann haben wir dazu auch was gesagt. Ja, dann wünsche ich einen wunderschönen guten Abend. Viel Erfolg diese Woche. Dankeschön, David, für das Webinar heute. Die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Im Grunde genommen habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Passen Sie auf Ihre Position auf. David, du hast das Schlusswort. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke auch an alle, die noch dabei sind. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Es hat mich gefreut, oder es freut mich immer wieder, über das Thema Algo-Trading zu reden. Und ich hoffe, dass Sie die ein oder anderen interessanten Informationen aufgenommen haben. Und ja, nutzen Sie den Testzugang. Ich wünsche viel Spaß beim Testen und wünsche einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.